Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten das letzte Mal und das vorletzte Mal uns mit dem Event Handling beschäftigt und diesmal möchte ich euch noch zeigen, wie man Mausereignisse abfängt und wie man dies innerhalb eines ganz bestimmten Widgets macht, also dass das Mausereignis nicht mehr für das gesamte Programmierfenster gilt, sondern nur noch für einen bestimmten Teil, für ein bestimmtes Widget. So, und dazu gehen wir wieder in unser Programm hinein, das wir das letzte Mal geschrieben haben. Und ich möchte jetzt euch, und ich mache jetzt kein Root, sondern ich binde das an unsere Canvas, an unsere Malfläche. Und wenn ich ein Mausereignis abfange, dann mache ich das ein bisschen doof, die Bezeichnung, mit Button. Und Button-1 bedeutet, dass es die linke Maustaste ist. Button 3 ist die rechte Maustaste und Button 2 ist dieser Wheel in der Mitte, wenn man den anklickt. So. Und ich möchte jetzt aber nur die linke Maustaste belegen und das Ganze wird in dem Befehl male was dann verarbeitet. So, ich mache dazu keinen Menüeintrag, deshalb kann ich hier ganz ohne Brimborium einfach meinen Befehl definieren, übergebe das Event, Entschuldigung, und lasse jetzt auf den Canvas ein Oval zeichnen, aber ich möchte das Oval jetzt direkt dort zeichnen lassen, wo die Mauszeigerspitze hinzeigt, also wo sich gerade meine Maus befindet. Und dazu hole ich mir aus dem Event, das Event ist ein Objekt mit ganz vielen Daten drin und unter anderem gibt es dort eine Variable drin, die heißt x, das ist die x-Position vom Mauszeiger und dazu natürlich dann auch die y-Position, das wäre die y-Position vom Mauszeiger. So. Und genau an dieser Stelle möchte ich mir jetzt einen Kreis zeichnen lassen. Den muss ich natürlich ein bisschen größer machen, deshalb ziehe ich jetzt hier 10 ab. 10 Bildschirmpunkte und genauso hier kommen 10 Bildschirmpunkte dazu. Das heißt, es gibt einen Kreis im Durchmesser von 20 Bildschirmpunkten. So. Und der ganze Kreis wird jetzt mit Blau gefüllt. Und das war es auch schon. Und wir schauen uns das Ergebnis an. So, und hier habe ich jetzt einen Mauszeiger. Ich klicke auf die linke Taste und ich habe einen blauen Knopf und ich kann den überall hinzeichnen, wie ich lustig bin. Und überall dort, wo sich mein Mauszeiger befindet, wird ein blauer Knopf gezeichnet, ein blauer Kreis. So, R funktioniert auch noch, O funktioniert und ja, ich kann da drüber zeichnen. Und dann kann ich mir nochmal mein O aufrufen oder mein R aufrufen und wieder reinzeichnen und so weiter und so fort. So. Und wenn man das jetzt ein bisschen mehr ausfeilt von der Programmiertechnik, dann könnt ihr euch vorstellen, kann man hier ein richtig schönes kleines Zeichenprogramm schon machen und so sagen, okay, wunderbar. Damit eine ganze Menge was anfangen. So, das wollte ich euch noch zeigen. So, Ereignisbehandlung ist eine Sache für sich und da gibt es eine ganze Menge zu sagen, weil es eben ja auch ganz wahnsinnig viele Ereignisse gibt während so eines Programms und
Man fängt echt nur einen Bruchteil ab und hat schon ein relativ komplexes Programm. So, und ich wollte euch hier einfach mal so ein bisschen so einen Vorgeschmack geben, was man alles noch so programmieren kann. Gut, vielleicht später nochmal. Jetzt kommen erstmal so nochmal so ganz wichtige Sachen für uns, was man noch so programmieren kann. Textfenster hatten wir noch gar nicht und das werden wir dann auch als nächstes machen, wie man ein Textfenster auf den Bildschirm bringt. Das ist auch nochmal eine relativ komplizierte Sache. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann drückt bitte einmal Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.